Wir kommen dem Ende immer näher bei Mario Maker 2 Story Mode. Folge 50, ja, Level 50 wohl, ja. Faulpilz Befall. Die schlechte Nachricht zuerst. Ich hatte eine Packung Superpilze ganz hinten im Kühlschrank vergessen. Jetzt sind sie zu Faulpilzen mutiert. Die gute Nachricht ist, die gibt es eigentlich nicht. Außer irgendjemand da draußen hat Spaß daran, vor Killerpilzen davon zu laufen. Warum das hier fast das Ende ist, wollte ich sagen, weil wir jetzt nur noch vier Level spielen müssen und dann ist schon alles fertig gebaut. Und dann werde ich mal sehen, was das Level mir noch sonst bietet. Okay, ich muss ehrlich sagen, der Giftpilz sieht ein wenig lame aus hier. Also, vom Aussehen ist das natürlich cool, ne? Aber das sieht mir irgendwie einfach so aus wie ein fucking PNG und dann war's das. Einfach ein PNG raufgeklatscht auf. Jetzt gib mir den Pilz! Meine Güte, ist das schwer, mal diesen Pilz zu bekommen. Oh Gott, wie viele? Jo! Wow. Da, bam, bam. Okay. Scoo! Oh Gott! Wow, er hat mich gesehen! Er hat mich nicht gesehen, geil! Okay, dann kommt er nicht mehr hoch. Okay, ich hab schon Pilz, ist mir egal. Ja, komm, das war etwas unpredictable. Also, ich konnte jetzt nicht riechen, dass da jetzt so einer rauskommt. Also, dass da so ein paar Manche rumfliegen sind. Oder konntet ihr das riechen? Also, ich konnte es nicht riechen. Oh, ich bin vergiftet worden. Verdammt. Aber man kann die dann einfach antatschen. Während man so... ja, okay, geil. Ich hab's geschafft. Yay. Mario Time. Yeah. Ich nehme mittlerweile irgendwie viel mehr Mario als Yoshi auf, aber... hat aber auch einen Grund. Irgendwie so. Okay, ich will mal ganz kurz mich umschauen hier. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich übersehen habe. Vielleicht kann man sich mit auch irgendjemand reden oder so. Nee, ich glaube, das kommt alles erst, wenn ich das Schloss fertig gebaut habe. Weil dann habe ich ja immer noch keine 100%. Würde keinen Sinn machen. Mal gucken. Münzausflug in der Clownkutsche. Ich erforsche gerade das Flugverhalten der Clownkutsche. Dazu bräuchte ich einen Testpiloten, der in einer Clownkutsche 50 Münzen aufsammelt. Wenn dabei andere Verkehrsteilnehmer in die Bahn geraten, einfach wegschubsen. Dr. Wunderlich will, dass ich alle 50 Münzen sammle. Okay. Und viele Münzen bekomme ich dafür? Wir werden es sehen. Aber ich brauche eigentlich gar keine Münzen mehr, oder? Ich meine, ich habe noch jetzt alles fertig gebaut, was man fertig bauen kann, oder nicht? Geh mal den Pilz hier lang. Okay, wie komme ich da hoch? Ach, man kann jetzt, by the way, nur noch mit dem großen Dings, diesen Giga Mario, den ich gerade bin, mit dem kann man nur noch in diesem Stil, also kann man in Mario Maker 2 halt nur noch von oben auf so Blöcke stampfen. Früher konnte man auch wegkicken, Blöcke, aber das geht hier nicht mehr, warum auch immer. Das ist so gesehen der einzige, soweit ich weiß, der einzige Amiibo-Pilz. Doch, doch, ich glaube, das ist der einzige. Ja, gut, Amiibo-Pilz ist auch nicht. Nur, dass es halt einfach von der Amiibo kam. Okay, ich muss nur die normalen Münzen sammeln. Der hat nichts gesagt von... den anderen, ne? Oder verirre ich mich gerade? Oh, verdammt. Die Zeit geht mir echt aus jetzt, oder was? Das kann ich mich antun. Alter, oh mein Gott. Hallo? Geht's noch? Oh Gott, die wollen ernsthaft, dass ich... ja, die wollen ernsthaft, dass ich die eine Münze da einsammle. Ich kriege aber nur mit dem Giga Mario. Jetzt habe ich eine Münze übersehen. Also jetzt wird's echt knapp. Jetzt bin ich echt am... zittern. Nee, das nicht, aber... jetzt habe ich echt Angst, dass ich nicht mehr schaffe. Okay? Okay, egal, egal. Egal. Passt, 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 passt. Eine Münze, da. Okay, und Ziel! No! Kann ich da noch schnell rein und... nach oben? Na, schade. Naja, wir haben's. Okay, alle Münzen heißt dann wirklich alle. Auch die Riesenmünzen. Wusste ich nicht. Cool. Yeah! Noch zwei Level und dann haben wir's. Oh, fertig gebaut. 88%. Am Ende würde ich, denke ich mal, 90% haben oder so. Ein Aufzug, Licht aus, Spot an oder Spot an, was auch immer. Willkommen bei dieser einzigartigen Attraktion, junge Freund. Eine Fahrt durch absolute Dunkelheit. Welche Gefahren lauern wohl im Dunkeln? Wenn du das Ziel erreichst, erhältst du einen wertvollen Preis. Falls du das Ziel erreichst, hehehe. Na, mein lieber Zirkusdirektor oder mein böser Zirkusdirektor, dir werde ich zeigen. Ich schaff das. Ich hab keine Angst vor dir.
Das ist so eine richtig spooky Atmosphäre, das mag ich. Wow! Verdammt! Ich hätte ganz am Rand stehen müssen. Oh, oh Gott. Oder so! Okay, was bringt mir das Cape? Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss rüberfliegen. Ich kann nicht fliegen mit dem Cape. Ich kann das nicht. Oder soll ich einfach nur spinnen? Beziehungsweise Angriffstaste drücken. Renntaste, Angriffstaste. Spam einfach mal. Wow, das sah cool aus. Tschüss. Oh, das ist eine 50er, die will ich gerne haben, aber die ist wahrscheinlich viel zu schwer, oder? Habe ich wahrscheinlich schon verkackt, oder? Was, da soll man rüberspringen? Ach, wahrscheinlich auf den Kugel will die drauf. Ne. Das meine ich. Ah, aber das mache ich. Haha. Nice. Okay, was wird das letzte Level sein, was wir uns noch geben werden? Danach werden wir mal schauen, wie sich das Spiel dann verändert. Weil irgendwas muss ja passieren. Auf einmal kommt dann irgendwas Neues zum Bauen oder sowas, weiß ich. Muss da eigentlich, oder? Bam. 90%. Oh, wir haben jetzt schon 90%. Okay. Na gut, ich bin gespannt. Die Ballade vom Wandsprung. Ich rutsche, rutsche, rutsche an der Wand entlang. Ich drücke, 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 drücke B. Doch ich hab mal wieder zu spät gedrückt. Ich falle, 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 falle. Vom Nachwuchsmusiker. Der Arme. Der ist einfach runtergefallen. Er wollte schön am Singen, schön am Rutschen und einfach runtergefallen. Der Arme. Das hört sich wie ein cooler Levelname an. Die Ballade vom Wandsprung. Scrolling Level. Wie ich Scrolling Level liebe. Da kommt ein neuer Remix raus. Ich weiß jetzt schon. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Ich hätte warten sollen. Sorry. Ich bin dumm, ihr wisst es doch. Na komm, die will ich noch haben. Reicht. Man kann auch die Schampfattacke abbrechen, wenn man nach oben drückt in der Schampfattacke. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nur in Mario Maker so ist, aber auch schon immer so war. Aber das weiß ich seit neuem, dass das geht. Cool. Ja, komm. Das habe ich jetzt schlecht getimed. Das ist meine Schuld. Okay. Ah, da oben hätte was sein können. Oh Gott. Ach, wie cool. Okay, das ist richtig cool. Dass man mit dem Schlangenblock hier. Oh. Was, man muss denn nach links für eine Starcoin? Seid ihr. Bist du denn irre? Okay, das ist kein Level für Noobs. Ganz ehrlich. Ich muss mich gerade echt anstrengen und konzentrieren. Es gab keinen Checkpoint, oder? Ich glaube, es gab keinen Checkpoint. Okay. Ist ein schweres Level. Es hat nur 3 von 4 Sternen. Ich hätte jetzt gleich 4 Sterne gegeben. Das ist einer der schwierigsten Level. Das ist bisher das schwierigste Level, was ich gespielt habe, würde ich es einfach immer so behaupten. Ich kann ja auch die ganze Zeit so kleine Wandsprünge die ganze Zeit spammen, ne? So meine ich das halt. So, alle drei sammeln. Rüber und dann warten.
Warten, bis ich unten Boden sehe. Dann rüberspringen, Münzen sammeln. Da immer nur durchgehen, wenn es genug gescrollt hat. Jetzt zum Beispiel. Schnell. Yes. Das ist echt zu krass. Okay, hier soll ich einfach hier hin. Hier lang. Oder nicht hier lang, aber gleich einfach auf die andere Seite oder so. Oh Gott, verdammt, das ist echt nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, wie kommt man auf diese andere Seite? Das. Oh. LOL! Aber ist das mein Tod, oder? Ist das nicht mein Tod? Doch. Oh, ganz kleinen Sprung habe ich gemacht. Das hat gepasst. Oh Gott. Das ist mein Tod. Das ist nicht. Wow. Yes. Hier ist Boden. Oh mein Gott. Das Level war episch. Mir hat es sehr gefallen. Wirklich. Mir hat es wirklich sehr gefallen, das Level. Dafür, dass er doch ein Like verdient, dafür, oder? Die Folge hat doch jetzt für dieses geile, epische Level ein Like verdient, würde ich sagen. Okay. Was passiert jetzt? Irgendwas muss jetzt passieren. Haben alles gebaut, soweit ich weiß. 91%. Warte, warte, was passiert hier? Die Bauarbeiter sind weg! LOL, das. LOL? Oh weh, oh weh, oh weh! Es gibt ein Problem, Mario! Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden, also lies bitte einfach das hier. Die große Tollextraktion. Ich drehe durch! Während die Bauleiterin sich gerade Tee gemacht hat, sind alle Bauarbeiter mal wieder entführt worden. Du musst sie sofort alle zurückholen, am besten bevor die Bauleiterin etwas davon mitbekommt. Sie muss sich schließlich auf die Planung vorbereiten und konzentrieren. Mit allen 5 Toads. Oh, da wechselt die Story nochmal richtig krass. Okay, das schaffen wir, oder? Jo, das schaffen wir. Was nun, One-Up? Nicht ein Pilz. Na egal. Oh, das ist cool aufgebaut. Das ist echt cool. Oh, das ist ein richtig cool. Das ist richtig cool. Okay, wo können wir lang? Das ist so ein Level. Das ist so eine Art. Ich weiß nicht, ich glaube, das wurde Metroid-Level immer genannt. Oh, so ein Level will ich auch mal bauen. Oh, das ist richtig cool. Okay, nice. Oh, das. Oh, ich bin gerade richtig happy, weil solche Level sind echt richtig cool. Ich liebe solche Level. Das ist eins von Nintendo. Das muss gut sein. Jetzt gehen wir mal hier lang. Toddy, bleib immer bei mir. Süßer. Das ist mein süßer kleiner Toad-Freund. Wir holen uns alle Freunde. Ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht so eine Toad-Mission als Level bauen kann. Oh. Nein! Okay, ich hab sie. Cool. Okay, hier hätte man aber einen Checkpoint machen müssen, finde ich. Was? Es gibt nur einen Pilz. Ich dachte, es gibt da zwei Pilze und deshalb habe ich den anderen Block nicht aktiviert. Oh nein. Okay, wir drüber rennen. Go! Nicht go! Jetzt go runter! Bam! Schnell, schnell! Toads! Die hilft mir noch. Okay, wir haben 3. 3 von 5. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch ein Power-Up, aber sonst. Ist nicht so. Nice. Okay, okay. Einen Moment, ich muss. Nee, alles gut, ich musste nur kurz auf die Uhr gucken. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn ich getroffen werde oder die Toads. Wahrscheinlich ich, oder? Aber dann muss ich alles nochmal machen. Also, ja. Bei den Toads kann ich ja wieder einsammeln. Schau mal, wie alle auf einmal auf den Screen gucken. Ach, wie cool. Okay. Irgendwo habe ich ihn übersehen. Wo? Irgendwo habe ich irgendwas übersehen. Bin ich nochmal hier lang? Nee. Was habe ich denn übersehen?
Wo geht's lang? Oh. 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 Oh, okay. Das macht natürlich Sinn. Meine süßen Toadies, ihr müsst aufpassen. Immer bei mir bleiben. Nicht runterfallen. Passt auf, riesen Hotheads. Lasst euch bloß nicht treffen, meine Süßen. Ich fühle mich wie so ein, bei so einem Kindergarten, wenn ich meine Kinder hier einsammle, weil die irgendwie so einen Blödsinn gemacht haben und dann mich verlaufen haben. Oh Gott. Das habe ich einfach mal hier gerüstet. Und das hab ich, hat sich gelohnt, weil ich habe dann jetzt ein paar Münzen mehr. Oh, ich kann Münzen farmen. Geil. Bin Münzengeier. Braucht zwar keine mehr, denke ich mal, aber egal. Nimm mich trotzdem mal mit. Warum auch nicht? Okay. Okay, 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 okay. Bosskampf! Bam! Nein! Tot! Okay, okay, Wärmale, Wärmale. Yes! Ha! Kamek, du hast uns nichts zu erzählen. Du kannst gar nichts, so wollte ich sagen. Yeah! Nice! Wir haben alle Taus wieder gerettet. Yeah! Nice! Boing! Das spawnen die wieder alle? Ja, boing, boing, boing. Wenn dann beiden sehen wir nicht. Okay. Toads gerettet. Yeah. Und jetzt? Wir brauchen. Was? Wir brauchen Münzen? Wieso? Wo soll es weitergehen? Buntglas! Ach so, das Prinzessin Peach Bild. Ach, jetzt kommen da so ganz. Okay. Alles klar. Interessant. Die Dinger lege ich jetzt nicht vor, weil ich habe keine Lust auf die. Gelb, rund, wütend. Heute erwartet uns ein bedeckter Himmel mit Aufsicht auf fliegende Sonnen. Wir empfehlen, die Wolkenschichten zu nutzen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden, Meteorologin. Immer wieder ein schweres Level, dann wäre ich mal gespannt. Ist wahrscheinlich das letzte Level, was wir in dieser Folge schaffen. Kann sein. Ist doch die letzte Folge mit nach dieser Session bei mir, wahrscheinlich. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie lange eigentlich dieses Let's Play gehen wird. Das ist ja nur das Story Mode Let's Play. Und online ist ja nicht mal ein Let's Play, das ist einfach, wann ich Bock habe. Streame ich immer online. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Sonne und den Mond in diesem Stil, in dem Spiel ein wenig lame, weil die können ja nicht, man kann es ja nicht einstellen, wo die immer hinspringen. Ob die einen verfolgen oder so. Oder was auch immer. Die gehen einfach hier nach da unten, diesen Pixel, und dann war es das. Meistens erwischt man die einfach nicht. Meistens sind sie einfach da, damit man sich denkt, oh nein, hoffentlich lässt sie mich nicht treffen. Aber man lässt sich eh nicht treffen von denen. Och, come on. Skull, skull. Skull. Nice. Gut, 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 gut. Oh, das haben wir im Trailer gesehen. Das Level kennen wir vom Trailer! Wow! Das Level nämlich irgendwie so ein Glas. Okay, aber das Level finde ich mega cool. Weil es ist echt eine geile Idee. Finde ich. Oh Gott, nein, nein. Die Sonne. Hilfe, die Sonne. Oh Gott. Das ist mein schlimmster Albtraum. Okay, wir brauchen aber jetzt wieder Münzen. Oh, als ob ich mich treffen lassen habe. Okay, es ist möglich, aber meistens wird man sich nicht treffen lassen, denke ich mal. Ja, obwohl, ich habe das Gefühl, wie sieht er denn irgendwie manchmal an? Oh, verdammt, ich eine Münze nicht bekommen. Naja, Schicksal. Passiert manchmal. Da sind noch ein paar. Verdammt. No! Das ist belastend. Und ist nervig. And I don't like this. This is not good. Und jetzt darf ich wieder normales neu machen. Okay. Okay. Konzentrieren wir uns einfach ein wenig. Dann wird es schon passen. Nicht von der Sonne treffen lassen. Bin ich gerade von der Sonne gestorben? Nee, ich bin runtergefallen gerade. Okay, die kriege ich jetzt nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch viele Münzen sammeln können. Von daher passt das schon. Bevor die Sonne kommt. Bevor die Sonne kommt. Ach, die kommt genau dort. Oh, Kacke. Hab ich nicht gecheckt. Okay. Aufpassen. Egal.
Juckt die Coins nicht. Einfach nur überleben. Das ist mein Ziel hier. Okay. Ganz ruhig. Die kann ich sammeln. Cool. Die kann ich auch noch sammeln. Cool. Okay. Da kann ich hoch. Okay. Ist das Ziel? Ziel? Röhre. Cool. Cooles Level. Dem würde ich sogar ein Herz geben. Ganz ehrlich. Oh, lol. Lol. Hui. Oh, da gab es sogar eine 10. Habe ich nicht gesehen. Digga, ich habe 100 Münzen insgesamt gesammelt. Das ist ein tolles Ende, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Dann werden wir in der nächsten Folge das Buntglas bauen. Denke ich mal. Vermutlich mal. Wie auch immer. Haut rein. Tschüss.